Im Alltag der Bürger ist Überwachung längst präsent. Aus der gezielten Überwachung Einzelner ist eine globale Überwachung aller geworden. Noch dazu werden in ganz Deutschland die Polizeigesetze immer weiter verschärft. Auch in Baden-Württemberg wurde 2017 eines der härtesten Polizeigesetze der Republik eingeführt. Und die nächste Verschärfung ist bereits in Vorbereitung. So drohen nun auch im Ländle Maßnahmen wie intelligente Videoüberwachung, Staatstrojaner und Unendlichkeitshaft. Die Tendenz ist klar: weg von klar definierten Grenzen hin zu schwammigen Vorgaben. Überwachungsmaßnahmen dürfen bereits bei bloßem Verdacht eingesetzt werden. Doch eins nach dem anderen. Ein Punkt des neuen Polizeigesetzes umfasst die Ausweitung der bereits schon ständig zunehmenden Videoüberwachung. Die sogenannte intelligente Videoüberwachung erlaubt die automatische Auswertung der aufgenommenen Bilder. Das heißt im Klartext: in Zukunft entscheidet ein Computer darüber, ob du verdächtig bist oder nicht. Wenn du erst einmal verdächtig bist, kann die Polizei die ganze Palette der Überwachungsmaßnahmen gegen dich auffahren. Und damit folgt gleich der nächste Punkt des Polizeigesetzes. So kann etwa der sogenannte Staatstrojaner zum Einsatz kommen. Schauen wir doch kurz an, wie dieser funktioniert. Gängige Messenger sind verschlüsselt, damit Nachrichten nicht unbefugt mitgelesen werden können. Um dies zu umgehen, darf nach neuem Polizeigesetz ein Schadprogramm eingesetzt werden. Der Staat nutzt hierzu Sicherheitslücken aus, um diesen Trojaner auf dein Gerät zu bringen. Damit kann nun deine Kommunikation überwacht werden, noch bevor sie verschlüsselt wird. Doch es kommt noch schlimmer. Nach aktueller Rechtslage darf nur deine gerade laufende Kommunikation mitgelesen werden. Doch mit den neuen Gesetzentwürfen können auch deine gespeicherten Daten durchsucht werden. Problematisch ist dabei besonders, wie der Staat mit Sicherheitslücken umgeht. Normalerweise sind deine Geräte gegen unbefugte Eindringlinge geschützt, doch hin und wieder gibt es Schwachstellen, die die Programmierer nicht bedacht haben. Da die Polizei diese benötigt, um den Staatstrojaner auf dein Gerät zu schleusen, werden die Schwachstellen nicht dem Hersteller zur Behebung gemeldet. Stattdessen werden diese Lücken verschwiegen und können dann auch böswillig ausgenutzt werden. Der Staat sorgt also für eine geringere Sicherheit deiner Geräte. Der dritte Punkt des Polizeigesetzes ist nicht weniger heikel. Normalerweise bist du es gewohnt, dich frei zu bewegen. Sei es einzukaufen, wann du Lust hast, oder einen Spaziergang zu machen, wohin auch immer du möchtest. Vielleicht möchtest du auch an Veranstaltungen teilnehmen, wie es dir gerade passt. Doch damit ist es schlagartig vorbei, wenn du durch die neue Gesetzeslage als verdächtig eingestuft wirst. Die Kriterien dafür sind abermals sehr schwammig. Es kann schon reichen, dass du mit den falschen Leuten Kontakt hattest oder dich in der Öffentlichkeit verdächtig verhalten hast. Dann kann die Polizei dir etwa verbieten, mit bestimmten Menschen zu kommunizieren. Oder sie kann dir Aufenthaltsauflagen machen, also bestimmen, in welchen Bereichen du dich bewegen darfst und in welchen nicht. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Mit den neuen Plänen kannst du quasi unbegrenzt eingesperrt werden. Und das nur auf Verdacht. Es wird also faktisch eine Unendlichkeitshaft eingeführt. Hilf uns dabei, ein schärferes Polizeigesetz zu verhindern und deine Freiheiten zu erhalten. Teile das Video und unterschreibe unsere Petition.